Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge, wo wir uns quasi, ja, so langsam der Geschichte dem Ende nähern, würde ich behaupten. Here it is, the cooling system controller. I told you it looked like, this. Kühlsystemregler. Sieht aus wie, ja, das. und ja, wir haben ein bisschen mehr erfahren, dass wir Opa immer unterstützt haben und so. Gerät. Und, ja. Dass er quasi diesen Energiekern erfunden hat. Er war ein großer Wissenschaftler. Either the controller is broken or we don't have access. In any case, I only need to examine its internals, so I suggest using a handy scrapper. Extrahiere das Innenleben des Controllers. Wie soll ich das denn machen? Systemupdate. Bitte schalten Sie das Gerät nicht aus. Herunterladen von Aktualisierungsdateien. 12% Restzeit. Wie viele Stunden da steht. Okay, wie mache ich das? Wie extrahiere ich das? Achso. Aufbrechen. Ein Schaber. Den haben wir. Ja, wir werden das aufbrechen. Koste es, was es wolle. Hardware kaputt, 1 von 4. Das kriegen wir hin. So. Chuck Norris hilft uns dabei. So funktioniert das also. Ja, natürlich. Und nicht anders. So. Okay, I see. Enough damage. I've made a blueprint. Finde die Arbeitsflüssigkeit. Feel how hot my logic board is. No less than 85 degrees. Finde die Arbeitsflüssigkeit. Die Leiterplatte berühren? Was? Die Leiterplatte berühren, die Leiterplatte berühren. Hä? Egal welche Taste ich drücke. It's hot, isn't die richtige Entscheidung. Like Normandy's core, which we need to cool down already. Was? However, I have some unpleasant news for you. I found out where to find the working fluid for the cooling unit, but you are unlikely to like it. In any case, we will need a drill and moral depravity. Okay. So, die Arbeitsflüssigkeit. Ah, ist ja krass, die finden wir jetzt gleich. Das ist ja cool. Okay. Die Frage ist nur, wo finden wir die? Hier sind noch so viele Sachen auf der Karte und tralala. Also, die Arbeitsflüssigkeit. Finden wir die jetzt noch hier, oder? Ich bin gespannt. Gehen die Luftschleuse müssen wir auch noch machen, ne? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich könnte da sein, bin mir nicht sicher. Weil wir sind ja aktuell dabei, quasi unsere Dings wieder zu reparieren. Unsere, I can't stop thinking about your brilliant relative. He clearly worked here and designed many of the liner's systems. Could the accident have been caused by someone who needed his body or the data from his office? Hm. Wer weiß das schon? Noch so viel zu erledigen, noch so viel zu machen hier, noch so viele Aufgaben. Da müssen wir jetzt hin, da ist irgendwas. Ist da die Arbeitsflüssigkeit? Kriegen wir die da her? Kriegen wir die jetzt durch den Kühlschrank? Yes, that's right. The working fluid is inside of them, in the area of the bladder. We really need it, but they don't. In, bitte was? Another elderly person with cardiac failure. Was? Don't envy their funerary space suits. It was? Must be so stressful for them. It's the working fluid, no doubt about it. Ich hänge. Oh, jetzt. Oh nein, jetzt sag mir nicht, wir kriegen die Arbeitslosigkeit durch die Leichen. Oh nein. Oh nein, Alter. Kann ich den ja auch bohren? Den kann ich nicht bohren, okay. Okay, ich nehme mal ein bisschen was mit, ne? Sicherheitshalber, was wir haben, haben wir. Wo war denn noch ein bisschen was? Ich stelle eine Kühleinheit. Ja, da waren doch noch mehr, ne? Oh Gott, ich fühle mich so... Das fühlt sich so falsch an alles. Aber wir brauchen es ja, um zu überleben. Survivalen und so. Das fühlt sich so falsch an. Pull ich das ernsthaft aus dem Bauchnabel raus oder was? Schön. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wie viel brauchen wir denn davon? Ich nehme mal ein bisschen was mit. Ich würde die Reihe komplett hier leer machen. Was wir haben, haben wir. Kann es sein, dass es jetzt tatsächlich nur noch darum geht, quasi die Normandie zu reparieren? Und dann hat man quasi auch so die Geschichte... Vielleicht finden wir in den anderen Sachen noch raus, halt über unseren Opa quasi. Aber gleichzeitig bauen wir unser Schiff zu Ende, also die Normandie. Und dann finden wir quasi raus, was damit passiert ist in unserem Opa und tralala. Und dann ist die Geschichte zu Ende, aber können dann noch quasi weiterreisen. Oder beziehungsweise noch weitermachen. Ich bin gespannt. So, jetzt müssen wir erstmal die Kühleinheit erstellen. Alter, es ist... Diese Arbeitsflüssigkeit... Die kommt aus den Menschen, das ist... Ja, toll. Hätte mir das mal einer vorher gesagt. So, speichert das Spiel jetzt? Ja, ne? Sehr schön. So. Gut, wir müssen... War das bei Gegenstände? Hier... Nicht leitfähiges Gel und ein Generator. Haben wir den Gen... Ah, warte mal. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Nicht leitfähiges Gel. Das hatte ich doch, glaube ich, schon, ne? Hier. War das einmal oder zweimal? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Zweimal und ein Generator. Nein, hier oben. Zweimal. Eins, zwei. Langsam wird es hier auch voll, ne, mit unseren Sachen. Hier war auch voll, ne? Oh, fuck. Das brauchen wir. Wie viel brauchen wir? Arbeitsflüssigkeit? Jetzt mal eben so ein bisschen gucken, was wir ablegen können. Weil ich will ein bisschen was ablegen, wenn wir schon dabei sind. Viermal, okay. Pass auf, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, dann haben wir hier viermal. Wir haben leitfähiges Gel. Dann ist hier sowieso alles voll. Und wir haben sowieso eh auch keinen Platz mehr, ne? Außer hier noch ein bisschen. Dann würde ich hier vielleicht noch die Sachen noch mit reinpacken. Dann sind die auch da. Ja, den Pass würde ich auch mal da reinlegen. Und ansonsten... So, wir brauchen jetzt einen Generator. Haben wir. Ha! Was für ein Zufall. That should work. When installing it, don't touch the core shell. So, installieren des Hülle des Kerns. Okay, installiere die Kühleinheit. Jetzt mal kurz überlegen, wo waren das nochmal? Wo mussten wir die denn nochmal installieren? Bei uns? Mussten wir die bei uns installieren? Nee, oder? Shuttle verbessern, Steuereinheit? Nee, oder? Nee, das war ja nicht für uns, ne? Oder? Die Kühleinheit war ja nicht für uns, ne? Wo musste die denn nochmal hin? Bin ich jetzt blöd? Berühren Sie bei der Installation nicht die Hülle des Kerns. Wo mussten wir das denn nochmal machen? War das jetzt hier? Da, auch da oben. Bin so doof. Natürlich bei uns. Doch hier oben. Great, it works. At least now you won't get fried inside of me and smear my lining with your combustion residue. Okay, haben wir es installiert. Kein passendes Teil, ja, okay. Haben wir ja. So, das heißt, wir sind hier quasi fertig. Ne? Nice. Das heißt, wir können mal ein paar Sachen nochmal einlagern. Ich drücke immer die falschen Tasten, wenn wir noch Platz hätten. Ja, hier oben, glaube ich. So, okay. Essen, trinken wäre gleich ganz nice. So, die Frage ist jetzt, wo düsen wir jetzt hin? Moreover, the other coffins didn't receive either any signal about the destruction of the coffin or its coordinates. Mikroplasma müssen wir noch irgendwo herkriegen, ne? Da fliegen wir jetzt erstmal hin. Ich weiß nicht genau, wo wir das Mikroplasma herbekommen. Ich glaube, Ziel ist es jetzt quasi, das Schiff zu reparieren und dann können wir überall hinreisen.
Würde ich jetzt mal behaupten. Huch, ist die Musik schon zu Ende? Nee, ist so leise, ne? So, huch. So, hier, Portal. Oder durch die Luftschleuse gehen, ne? Ist das hier bestimmt, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Oder untersucht das unbekannte Modul? Ich weiß es nicht. Hm. So. Hier kann ich doch nie im Leben andocken, oder? So, was kann ich? Okay, probably. We need to go a little slower. The wormhole didn't have enough time before. Langsamer vorgehen, denn das Wurmloch, okay. Heißt. Muss da langsamer durchfliegen, oder was? Oder wie? Something's wrong. Try flying backwards. Perhaps the teleporter doesn't have enough time to collect enough ionic mass due to the conical shape of the shuttle. Okay, rückwärts fliegen. Ich probier's. Ich sehe das gar nicht. It didn't work. There's a possibility that the teleporter is damaged and it doesn't have enough power. Perhaps if you fly and shoot at the same time, the plasma charges will collide with the positron grid of the portal, disperse it and open the gateway. Hm, es hat keinen Strom, ja. And no. Und you nein. Know, theoretically, the portal might not work because portals don't exist at all. Do you believe in any pseudo-scientific nonsense? How on earth would there be a portal here? It's just some part of an engine. And our station has probably been destroyed by drifting debris long ago. So, jetzt meine Frage, wo müssen wir hin? Müssen wir noch alles weiter untersuchen? Wahrscheinlich, ne? Das unbekannte Modul, wo ist denn das unbekannte Modul? Wir haben da die Sachen, wo wir nicht reinkommen? Da waren wir drin gewesen. Waren wir hier schon? Das Mikroplasma. Wo kriegen wir das Mikroplasma her? Hier ist gar nichts. Müssen wir auf die Dinger wieder... Müssen wir wieder auf das schießen hier? Ich probiere mein Glück mal wieder. Achso, ich sollte vielleicht vorher speichern, ne? Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Oh, wir kriegen Kundschaft. Puh, das war's da, okay. So. Der ist auch weg. Puh. Sonst war einer ohne Fahrschein, vielleicht. Ja, Mann, epische Musik. Oh. Du Sau. Ich will ihn wenigstens weg haben, dass wir wenigstens hier ein bisschen in Ruhe erforschen können. So, einer müsste noch übrig sein, ne? Der da drüben. Der hier. Wenn er mal hinkommen würde. So, das war's. Sehr schön. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts von Interesse. Jetzt die Frage. Da ist noch das andere Ding, wo die rumschweben. Da kommen wir ja nicht rein. Hm, gibt's hier noch irgendwas anderes, was wir übersehen haben? Wo wir vielleicht noch... Ich verliere total den Überblick, wo wir waren, wo wir noch nicht waren und so. Schwierig. Asteroidenschutz. Hm. Wir können halt auch nicht so aussteigen. Wir müssen also andocken.
Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher, ne? Man weiß ja nie. Kommt her, ihr fliegenden Särge. Ich mach euch alle. Oha. Was mit dem, der hinter uns war? Wo ist der da? Was mit dem? Will er nicht, oder was? Komm her! Du fliegender Sarg! Ich hätte niemals geglaubt, dass ich das mal sagen werde, aber ich kämpfe im Weltraum gegen Särge. Gegen fliegende Särge. Ist ja unglaublich. Oh. So, haben wir's. Wasser, nee, einer ist noch. Na komm her, na komm. So, sehr schön. Ja, jetzt die Frage aller Fragen. Da oben, da zum Beispiel. Ah, aua, da oben, da waren wir, glaube ich, noch nicht gewesen, oder? Das sieht so aus, als wären... Oh, da sind auch, glaube ich, Waffen. Da sehe ich grüne... Oha. Dann haben wir hier auf jeden Fall wenigstens schon mal aufgeräumt. Verdammt. Aber wir fliegen auf jeden Fall da mal hin. Mist. Ich weiß halt nicht, wie wir da reinkommen. Ich weiß nicht, ob wir auch so einfach aussteigen können. Aber ich glaube nicht. Enter, Leertaste, nee. E, nee, F, nee. G, nee. Okay. Und sie hat uns das Spiel, glaube ich, auch gesagt, dass wir aussteigen können, oder? Also, absteigen. Oh, warte mal. Oh, da unten sind ja noch Kandidaten. Hallo. Ich speichere nochmal eben ganz flott. Da ist auch ein Raum. Oh, guck mal, da ist auch so ein Schiff hier. Und so sollten wir aber, glaube ich, erstmal... Oh, wir kriegen Kundschaft. Oha, da war doch noch einer, ne, oder? Saboteur, Errungenschaft freigeschaltet. Juhu! Wir haben nur noch 90 Leben, das ist nicht gut. Hey, ich treffe den gar nicht. Oh, jetzt, puh, Alter. Wir müssen vorsichtig sein, wir haben nicht mehr viel Leben. Kann er mal herkommen, der eine da? Der kommt, glaube ich, ne? Okay, zwei Stück noch, glaube ich. Puh. Okay, der ist weg. So, der letzte noch. Action hier. Action Dieter. Dieter im Weltall. Jawoll. Nice. Erstmal direkt speichern. Dann haben wir das. Puh. Was hat er gesagt? Von hier... Oh, von hier aus kommt das Signal manchmal. Okay, andocken können wir hier aber nicht. Okay. So, wir wollen aber noch da oben, ne? Jetzt habe ich aber so das Gefühl, dass wir da oben, glaube ich, gar nicht
hinkommen, weil da so viele Kanonen sind und so. Ich bin sehr gespannt. Sieht alles so fantastisch aus. Having one such repair robot would come in handy. It's a shame that it's impossible to intercept the control of the maintenance team. Abschießen können wir die ja nicht. Bringt ja nichts, glaube ich. Nee, ich glaube, ich bringt auch nichts. Er sagte, man kann die ja irgendwie abschalten. Das haben wir ja beim letzten Mal oder vor einer Weile hatten wir... Oh, da sind noch mehr Särge. Ich sehe Särge, ganz viele sogar. Wir haben nur noch 88 Leben. Das ist nicht gut. Alter Schwede. Ach, wie cool das ist. Tja, jetzt die Frage, wo müssen wir hin? Oh, da, warte mal, da ist was reparieren. Oh, warte mal. Ach nee, das war die Schleuse, ne? Die wir reparieren müssen. Die müssen wir, glaube ich, reparieren, ne? Ja, und die zwei Sachen kommen wir nicht rein. Aber wo müssen wir denn sonst noch hin? Schwierig, schwierig. Oder habe ich das Mikroplasma schon wieder irgendwo übersehen? So wie das Lenkrad. Ich weiß gar nicht, wie wir unser Shuttle reparieren. Waren wir hier schon? Nee, das ist was anderes, oder? Nee, was ist das? Was ist das hier? LOL! Wie cool ist das denn bitte? Das ist also eine Garage, wo wir reinfliegen können. Das ist ja geil. And we're done. Probably. Wie cool. Ja. Das macht die Sache doch schon wieder ein bisschen anders, ne? Das heißt... Attacke! Gucken wir uns das da oben nochmal an. Wo die Särge rumfliegen. Ah, soll ich euch was sagen? Wir machen das in der nächsten Folge. Bei der nächsten Folge fliegen wir da lang. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Also, macht's gut. Tschüss.